Und damit begrüße ich euch hier zu Train Simulator. Schön, dass ihr wieder einschaltet. Heute ist ja Oktober, der letzte Tag. Also Halloween. Ja, und wir schauen uns heute mal diese Karte an, die ja schon Ewigkeiten alt sein muss. Aber sie ist halt immer wieder gut. Sie passt ganz gut zum Setting. Wir sind in Transsilvanien. Schön. Und fahren hier das Ganze hier mit einer richtig schönen Spirit of Halloween Lok. Mit Totenköpfen und so weiter und so fort. Um das Ganze heute so ein bisschen ja, zu feiern. Eigentlich feiert man ja so einen Tag nicht, aber nun gut, soll uns jetzt mal nicht stören. Und ja, ich denke mal, oh, was ist denn jetzt los? Jetzt hat er mich hier gerade aus dem Spiel rausgehauen. Jetzt geht's weiter. So, werden das Ganze so ein bisschen heute mal Zeit nehmen und werden das Ganze mal so ein bisschen abfahren hier. Von daher ist alles an. Wir sollen Coop Web und sollen da mal so ein bisschen was. So. So, das ist natürlich nicht so schnell hier. Das ist ja nochmal eine Dampflok, die wir hier mal haben. Und ja, wie gesagt, das ist ein DLC, der ist schon extrem alt. Ich glaube, ich würde fast behaupten, so mindestens 2, 3, 4 Jahre wird der Ganze schon mittlerweile alt sein. Also das ist schon, ja, kann man nicht meckern. Und ja, entstand dann halt einfach so aus einem kleinen Gimmick. Hier zum Beispiel ist jetzt so unsere Aufgabe, dass wir jetzt hier die ganzen Spinnnetze jetzt durchfahren sollen. So, Simply Drive und Collected. Ja, das ist unser Plan, den wir hier haben. Das ist wirklich eine kleine Karte, kann man sich kaufen auf Steam meiner Meinung nach. Ich weiß gar nicht, was das kostet, muss ich ganz ehrlich gestehen. So, Part 1 haben wir. Fahren wir jetzt mal hier rum. Ich weiß gar nicht mal, was das so hundertprozentig kostet. Das kann nicht teuer sein. 10 Euro, wenn überhaupt. Ja, also manche vielleicht jetzt im Halloween-Sale vielleicht mit drinne, was man sich eigentlich gut vorstellen kann. Ja. Wenn wir hier die Weichen zum Beispiel legen, aber hier ist nichts drin. Ja, es gibt halt 6 oder 7 Aufgaben oder sowas. Und das ist alles natürlich hier in diesem Setting mit verschiedenen Sachen, die man hier machen kann. Ja. Wenn man jetzt hier zum Beispiel... sind wir natürlich dann auf die verschiedenen Kamerapositionen, die wir hier so zur Verfügung haben. Können uns hier natürlich auch ein bisschen umgucken und sehen wir da vielleicht eventuell ein Spinnnetz. Nein, sehen wir natürlich nicht ein Spinnnetz. Wenn wir mal ein bisschen schneller. Ah, da kommt ein Spinnnetz. Das ist schon mal sehr gut. Wir können jetzt mal ein bisschen Dampf hier geben. Ich weiß nicht, ob wir heute alle Aufgaben durchspielen werden, ob wir überhaupt alle Aufgaben durchspielen werden oder ob das hier einfach bleibt, hier bei diesen 2, 3 Szenarien oder sowas. Müssen wir mal gucken, wie wir das da regeln. Auf jeden Fall eine coole Sache. Gibt es auch als Weihnachten. Ich glaube, Weihnachten hat sogar 2 Aufgaben. Mal gucken, ob wir uns das denn auch mal anschauen werden. Jetzt gehen wir hier nochmal geklärt hier von wegen. Ich guck gerade, ob hier Spinnnetz ist. Ich sehe da kein Spinnnetz. Sehe ich auch kein Spinnnetz. Aber schöne Optik. Also dafür, dass es halt so ein Mini-DLC ist oder sowas, kann man es ja schon fast betrachten. Finde ich das vollkommen in Ordnung. Mal gucken. Insgesamt 7 gibt es. Aha, wir haben gerade mal 2 entdeckt. Da kommt eine Message auf uns zu. Ah, da haben wir Nummer 3. Ist doch putzig gemacht, oder? Finde ich schon. Ich selbst halte von dem Tag nicht viel. Bin da auch bei meiner Tochter so, dass sie das da jetzt nicht wirklich... unbedingt unterstützen muss. Man kann es jetzt immer nicht verhindern, weil es ist ja auch im Kindergarten und alles, was ja wahrscheinlich machen werden. Und das ist natürlich dann klar, dass man da ein bisschen als Elternteil da ein bisschen das Ganze ja mitmachen muss. Ja, das ist ja nun mal die Gesellschaft. Ja. Wie gesagt, ist Halloween natürlich ein wichtiger Bestandteil. Ich mag es eigentlich jetzt nicht so persönlich.
Nummer 4. Aber wir sind wenigstens noch so, dass wir zum Beispiel sagen, ja, wir haben immer so ein bisschen süßes Dahalt, falls bei uns mal so geklingelt wird und so. Ne? Dann haben wir da auf jeden Fall ein bisschen was da, um den Kindern da natürlich da auch ihre Säcke da zu füllen. Ich meine, wir waren alle mal klein, wir haben bestimmt alle Halloween irgendwie noch so ein bisschen gefeiert. Und jeder wird da wahrscheinlich zu Halloween rumgerannt sein. Ich kann mich noch erinnern, tatsächlich, dass ich sogar noch erwachsene Leute teilweise sehe, oder Jugendliche sehe, die ja immer noch dabei sind und sich da so ein bisschen auch noch verkleidet rumlaufen. Was haben wir hier? Popular Messages can be recalled. Wo so? Was? Wie? Da habt ihr zum Beispiel gesehen, dass es halt schon älteres Layout wahrscheinlich hat, oder? Ist es das F4? Ah, hier. Hier ist es da. So. Zu schnell gewesen. Break hier. Haben wir alle? Use break hier. Ja. So, mal gucken, ob wir es packen. So, das hat jetzt scheinbar nicht funktioniert. Scheinbar. Nee, das hat jetzt hier irgendwie gerade nicht funktioniert. Well done, I now complete my decorations. So, damit haben wir jetzt erstmal auf jeden Fall die erste Mission wahrscheinlich durch. So, weiter geht's. Kurzen Cut drin gehabt. Na? So. Thanks, alles klar, das haben wir. In the light. A little more nomination. Wir sollen ihm helfen. Wir sollen irgendwelche. Okay, jetzt kriegen wir hier die Einweisung von diesem hier. Nee, warte mal, das war ja hier, war das? Ach, genau. So, Search Reserve. Ja. Erstmal gucken, wir stehen hier. Hier haben wir den Waggon. Da müssen wir jetzt hier erstmal den Waggon mitnehmen. Das ist erstmal unsere. Kuppeln Sie den Pumpkin-Waggon hinten an Ihrem Zug an. Farm 2. Okay. Dann können wir hier schon mal, zumindest schon mal hier die Weichen soweit vorbereiten. Bevor wir dann hier unten hinfahren. So, jetzt sagen wir rückwärts. Und ja, los geht's. So.
Oh, 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 oh. So, jetzt müssen wir ihn reinmachen. Achso. Exzellent, Hammer. So, jetzt haben wir den zweiten holen. Ja, Halloween. Wie findet ihr denn Halloween? Feiert ihr Halloween? Oder ist für euch zum Beispiel auch so ein Tag, wo ihr sagt, so, interessiert keinen oder sowas? Schreibt es mal in die Kommentare, mich würde mal das brennend interessieren. Also ich weiß, ich bin jetzt nicht so ein Halloween-Fan. Aber wie gesagt, das habe ich halt früher halt als Kind nie wirklich gefeiert. Und bin halt auch der Meinung, das muss man heute nicht wirklich feiern. Es gibt aber coole Halloween-Folgen. Ob es jetzt so die Simpsons ist oder ob das King of Queens ist. Ja, also die Halloween-Folgen von King of Queens, großartig. Ja, müsst ihr euch mal angucken. Nee, das sind schon so coole Sachen. Auch, wie gesagt, die ganze Thematik rund um Halloween, klar, Gruselgeschichten. Ja, der gruselt sich nicht gerne, ja. Wir spielen keine Horrorspiele und so weiter und so fort. Ich pinkel mir heute noch bei manchen Horrorspielen in die Hosen. Aber pscht! Ja. So viel dazu von meiner Story hier. nein, und auf jeden Fall ist das schon eigentlich... ja, so ein amerikanisches Ding, was hier rübergeschleppt wurde und man daraus jetzt einen Kommerz machen muss halt. Das ist so meine Einstellung halt zu Halloween. Aber wie gesagt, ohne da jetzt jemand groß auf den Schlips zu treten oder sowas, ist das jetzt nicht meine Absicht natürlich, ne? So. Aber wir ziehen natürlich auf dem Kanal zumindest ein bisschen mit, ja, auch wenn ich jetzt hier halt nur so was Kleines jetzt hier fabriziere, ein bisschen Train Simulator. Spielen wir trotzdem so ein bisschen auf den Zug auf. Aha, das ist eine gute Überleitung. Springen wir auf den Zug auf und machen hier so ein bisschen Halloween. Auch wir natürlich. So. Einer fehlt noch. Nehmen wir mal jetzt kurz auf Karte 9. Schauen wir mal, wo ist der? Der steht hier unten. Da werden wir jetzt hier die Weiche stellen. Der fährt da lang, alles klar. Sehr schön. Dann machen wir wieder vorwärts. Und dann weiter. Oh.
So, dran ist er. Gut, dann gehen wir weiter. Wir müssen wieder zurück. Ich muss jetzt erstmal kurz mal ein Thumbnail machen. Wo natürlich schon ein bisschen mehr kann hier. Drei Waggons hinten dran, ist natürlich schon ein bisschen, da zieht. So, müssen wir mal gucken. Allerdings. Das passt. Ja, liebe Leute, wir nähern uns auch im Zuge dessen, ne, weil jetzt ja auch schon wieder Halloween ist und so weiter, nähern wir uns schon wieder fast ein Jahr ÖPNV-Simulation. Großartig, oder? Wir sind jetzt schon ein Jahr hier mit dem Kanal on Tour. Gab mal Tage, kann man nichts, aber das hatte ich ja vorher schon immer so ein bisschen angesagt gehabt, dass wenn man nichts kommt, dann kommt nichts. Kann man nicht ändern, ne? Wir sind ja alles nur Menschen und ich denke mal, Verständnis sollte hier auf dem Kanal bekannt sein. Von daher wisst ihr ja natürlich so in den Drehen, ne? Warum, wieso, weshalb manchmal denn. Manchmal klappt es halt einfach nicht. Da kannst du machen, was du willst. Ja. Ich find's cool, wie aus dem Schornstein hier Gespenster rauskommen. So. Und da sind wir hier. Oh, das ist aber auch ein schönes Bild hier. Ja, nee, das muss schon so rum sein. Man muss schon Frankenstein sehen. Ich glaube, da passt es mit der Farm schon tausendmal besser. Fantastic. Ja, dann haben wir die Aufgabe auch schon wieder geknackt. So, die Gäste wollen irgendwas essen. Ja, wir sollen hier die ganzen Waggons hier ankoppeln. Oh, die armen Schäfchen. Das ist sowas. Oh, Süßigkeiten. Das nehme ich. So, und wie wir es hier sehen, sind wir hier auf einem. Dann werde ich mal jetzt wohl mal rüber linsen erstmal. So, also wir fahren jetzt hier erstmal unsere Lokomotive. Gibt es hier irgendwie eine Reihenfolge, was wir hier machen sollen? So. Anschließend Schiebwaggon 1 und 2. So. Wo sind Schiebwaggons? Da hinten haben wir Schieb. Okay, also wir müssen erstmal ein bisschen folgen. Hier hin fahren. Achso, nee, wir sind ja da drüben. Oh, also erstmal bis hier hinfahren. Erstmal müssen wir bis hier hinfahren. Na denn. Wollen wir mal anfangen? Rangieraufgabe, eine absolute Lieblingsaufgabe. Meine absolute Lieblingsaufgabe. Ja, ich würde auch sagen, nach den Missionen, jetzt nach den drei Missionen, soll es auch reichen hier mit unserem Halloween-Special. Nächstes Jahr machen wir die nächsten drei Aufgaben. Irgendwann haben wir es dann abgeschlossen. Ich habe mal geguckt, insgesamt gehen so alle Aufgaben so, ich würde jetzt sagen, halbe Stunde oder so, Stunde oder sowas. So, das haben wir. So, wir müssen nach da. Also muss die Weiche nach da gestellt werden, ne? Ja.
Oh. Na? Das haben wir an. Schön. Das haben wir erstmal wieder raus, weil jetzt kommt Pause. Warum? So, was haben wir jetzt? Mal gucken. Pausen, da sind sie. Ja, wir müssen hier runter, hier runter, hier runter. Die hier, ne? Gut. Jo, das war falsch. Da haben wir es falsch gemacht. Vielleicht sollten wir doch dann wieder über die Karte arbeiten. Ich glaube, das ist, erkennt man wahrscheinlich besser. So, wenn wir das wieder so machen. Ja. Wäre uns sofort aufgefallen. Ja, das sieht aber auch hübsch aus, ja. Also ich mag das. Ne? Ich muss so sagen, eins von den zwei Weihnachtsspecials, die es hier gibt, hier für den Train Simulator. Da gibt es einmal eins mit Gnome. Das ist nicht so geil. Aber da gibt es dann so eine mit so einer Spielzeugglock, die durch so ein Wohnzimmer fährt. Die ist ganz brauchbar tatsächlich. Wo haut das jetzt nicht hin? Das sind hier unsere. Irgendwie passt das jetzt hier gerade nicht an hier. Was ist denn jetzt hier los? Was flackert denn denn jetzt hier so?
Also will er jetzt gerade hier nicht andocken. Super, dann haben wir es jetzt dran. So, jetzt ist er mit einzelner Bremse gefahren. Das ist natürlich auch schön. So, wir brauchen jetzt die Süßwaggons. Süß. Da, ne? So. So, Sweet Factory. Ach so, also wir brauchen jetzt erstmal hier die hier. So, dann müssen wir also wieder hier rum. Ich bin ja hier drauf. Hier lang. So. Müssen wir das hier rumlegen? Ja, wir müssen nach da fahren. Okay. Und dann müssen wir noch den Wein mitnehmen. Oder was ist da? Ist da? Heieiei. Und was haltet ihr jetzt davon? Also wenn ihr das jetzt noch nicht kennt, dann kennt das jetzt zumindest jetzt. Aber ich finde diese ganze Thematik eigentlich schon ziemlich cool. Das hat eine, ich finde auch, muss ich sagen, keine anderen Sachen so rund um Halloween, die man so in Simulationen verbaut hat. Schon ein bisschen sehr schade. Finde ich persönlich.
So, jetzt haben wir die auch dran. So, jetzt fehlen nur noch die Pumpkin Choice. Dann müssen wir mal ganz kurz gucken. Ja, natürlich, wir müssen wieder runterfahren. Und zwar nach hier. Okay, dann machen wir es mal. Ja. So, stimmt das? Ja, ne? Ja. 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 Das stimmt soweit alles. Dann wieder rückwärts. So, und den Saft noch abgeholt. So, und das war jetzt. An Newtown Plattform 2, alles klar. Damit haben wir denn auch die Rangieraufgabe. Genau.
Müssen wir noch weiter nach hinten, ne? Ja, jetzt will er jetzt hier gerade nicht. Macht weiter so ein bisschen Probleme. Den richtigen Trigger zu finden hier. Wie will er nicht? So, sollen wir mal gucken. Newtown. Newtown ist hier unten. So. Hier ist Plattform 1, ist Plattform 2. Also sind wir hier schon mal richtig. Kann es irgendwie hier nicht abgeben. Soll ich den hier losmachen? Ja. Okay, ich hätte bloß loslaufen machen. Gut. Aber ich würde sagen, das soll es für uns heute hier gewesen sein mit dem Train Simulator hier. Wir haben drei Aufgaben jetzt hier aus dem DLC uns angeschaut. Wenn ich es nicht vergesse, lege ich euch den Link unten in die Videobeschreibung und könnt ihr euch das Ganze jetzt selber angucken, wenn ihr heute noch so ein bisschen Halloween erleben wollt. Ich wünsche allen, die wirklich hier heute unterwegs sind mit ihrem Beutelchen und Kostümen, viel, viel Spaß heute an dem heutigen Tag. Wie gesagt, auch wenn es jetzt nicht mein Lieblingstag ist, lasst euch davon nicht runterziehen. Wie gesagt, ich wünsche euch jedenfalls viel, viel Spaß beim Rumziehen und Sachen sammeln und Süßigkeiten. Und passt immer auf, ja, voll mal vor die bösen Männer aufpassen. Das, ne, immer aufpassen, aufpassen. Und sonst sehen wir uns dann hoffentlich morgen zu einem weiteren Video hier auf ÖPNV-Simulation wieder. Ich würde mich natürlich freuen, wenn wir uns hier wiedersehen. Verabschiede mich hier, sage danke fürs Zuschauen, ciao, tschüss und bis zum nächsten Mal. Tschüss.